Let me see another sun, let me see another day. This is so much to discover every morning on my way. Wanna dive in the blue water, wanna fly across the sky, wanna break a fish in the crown. No, I don't wanna die. Let me see another sun, let me see another day. This is so much to discover every morning on my way. I love to live, I live to love, and I don't wanna give it up. Immer noch neben mir. Der Marc. Guck nach vorne. Wir fahren ungefähr 35 Kilometer die Stunde. Ankunftszeit in 2000. Marc fährt mittlerweile seit wie vielen Stunden? 14. 14 Stunden? Geht dir gut? 1344 Kilometer. Nichts wie weg. Aber schnell. Hat geklappt. Die schöne Vignette haben wir jetzt. Kann ich nicht mal rausschneiden. Es ist die schönste Vignette, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es ist eine orange Vignette mit einer wunderschönen 10, die jetzt genau noch 45 Tage gilt für nur 36 Euro. Ist, so wie ich immer finde, relativ günstig, wenn man überlegt, was ein U-Boot kostet. Es ist ein Schnäppchen. Na, aber hallo. Das ist die Mittelmeerreise hier. Ja, im Moment sieht es noch gut aus. Immer noch am Steuer. Marc Theisen. Hey, oh, also wirklich, also ein Lob an dich, du. Hardcore. Du bist ein Hardcore-Reiter heute. Das ist aber bei 1 Grad so jetzt, ne? Über 0. Geht immer höher. Ich hätte da hinten jetzt auch Angst. Das ist mir nicht, also gut, dass ich nicht hinten sitze. Mittelmeerurlaub. Jawohl. Ich denke, du kannst jetzt mal aufhören mit dem Schnee draußen. Die Hände sind jetzt im Kasten. Wir sind nur noch 20 Kilometer bis zum Pass. Kein Mensch da. Unserer berühmten Weltumsegelung. Genau. Wir segeln. Wir segeln, ja. Wir sind ganz allein. Aber nicht selber. Was? Segeln. Wir essen ja gerade. Eigentlich wollte ich es ja nicht verraten. Aber wir haben gehabt so einen Weltgang, dass wir beinahe aus dem Bett gefallen sind. Aber jetzt geht es uns schon wieder besser. Ich habe mir das Kofferband da hier ins Bett gemacht. Und habe mich festgeschnallt damit. Den können wir vor allen Dingen unsere Preismarke stellen für unsere erste Schnittschuhe. Ja. Das geht? Wir haben ja was zu verlosen. Hm. Wir haben jeden Tag einen schönen Preis. Wir haben jeden Tag eine tolle Frage. Aber den Preis verraten wir später. Ja. Die Frage für gestern verraten wir schon mal. Ja. Über welchen Pass sind wir bei sommerlichen Temperaturen?
mit unserem Kürbisbrötchen. Bei sommerlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Genau, bei sommerlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt gerutscht. Mhm. Geben Auswahlmöglichkeiten vor? Nö. Nö. Ich gebe einen kleinen Tipp. In dem Namen verbirgt sich eine Hunderasse. Ja. Genau. So. Und es soll jetzt, es ist nicht Labradorien. Aber wir leben gesund. Ja, hier. Also viele haben ja gesagt, wir fahren aufs Schiff und feiern nur. Ja, und wir sind hier nur am Saufen und gar nichts. Überhaupt nicht. Ananas. Nachdem 1% des Alkohols den Körper verlassen hat, essen wir schon Obst. Ja. Weil Ananas enthält Enzyme. Ja. Ganz viele gesunde Enzyme. Mhm. Das ist gut. Wo kann ich mal die Ananas ausspucken? An das Fenster hier. Hier. Also wir sehen das Wasser. Was zeige ich denn heute für einen Film? Soll ich hier keine geben? Das Meer. So, dann erstmal ciao. Wir müssen weiter frühstücken. Tschüss, wegen Winge. Nein, eins müssen wir auf jeden Fall noch machen, liebe Freunde der gepflegten Samstagabendunterhaltung. Wir haben gesagt, wir brauchen noch Preise für unser Gewinnspiel. Schlecht. Gerald macht schon dicke Backen. Gerald hat gesagt, wir nehmen jetzt die Tüte. Zeig mal die Tüte, Gerald. Wir haben eine Tüte für euch. Wir wollen jetzt alle in die Tüte brechen. Und die Preisfrage für morgen ist, wem welcher Würfel gehört. Nein, diese Tüte. Spaß. Nein, wir brauchen doch die Tüte. Wozu? In die Tüte kommen doch die Preise rein. Du hältst die Tüte. Keine Tüte, Preiswerttüte. Preis? Der Preiswert. Deswegen Preis für unser erstes Preisrätsel. Hm. Für unser erstes Gewinnspiel von gestern ist ein italienisches Wellnesspaket. Wir haben uns also einiges einfallen lassen. Als allererstes gibt es was zum Waschen. Das kommt in die Tüte rein. Mach doch mal die Tüte auf. Mach die Tüte auf. Ja, wir machen jetzt Tüte. So, Tüte. Dann gibt es eine Fresh Smile, also ein freches Lachen, Zahnbürste mit Zahncreme. Übrigens die Wettnachdame von jedem benutzt. Also die ist doch ja, klar. Special Edition. Wasser natürlich inklusive. Genau. Und nicht eine Zahnbürste. Nein, nicht zwei! Das sind zwei drin, gell? Rotbürste sind zwei. Das ist also eine. Eine, ja. Und wenn man zweimal Zähne putzt, auch zweimal waschen. Ganz wichtig. Jetzt kommt was ganz was Exklusives. Ein Schuhputzschwamm. Thorsten, kannst du das auch ein bisschen aufhaken? Wir sind gerade auf Kollisionskurs. Oh! Sind wir schon untergegangen? Nein. Ja, einen wunderschönen Schuppelschwamm. Ganz toll. Und auch da haben wir nicht einen, sondern... Na, wie denn? Zwei. Und auch das ist noch längst nicht alles. Wir packen noch zwei wunderschöne, original italienische Schlappen dazu. Thorsten hat gesagt, so wäre es schön. Da könnte man sagen, wir machen Musik mit Einlage. Aber Thorsten ist auch ein kleiner Faschings-Schnick. Ist ja auch seit letzten Jahr. Das sind übrigens keine Slip-Einlagen. Gell? Das sind Schuhe. Etwas sehr schöne Schuhe. Etwas tief. Also eine prall gefüllte Tüte. Damit ihr auch seht, dass wir eure Preise richtig behandeln. Gell? Also dann viel Spaß. Viel Spaß. Bis morgen. Let me see another sun, let me see another day. This is so much to discover every morning on my way. Wanna dive in the blue water, wanna fly across the sky. Wanna break a fish the crown, no I don't wanna die. Let me see another sun, let me see another day. This is so much to discover every morning on my way. I love to live, I live to love, and I don't wanna give it up.